Jamaika. Das ist jene Insel in der Karibik, die man eigentlich zu kennen glaubt. Die Hauptstadt Kingston mit ihren Märkten und bunten Farben, aber auch mit vielen Problemen wie Armut und Kriminalität. Bob Marley, er ist natürlich die berühmteste Figur Jamaikas. Einst missachteter Rebell ist er zum Nationalhelden geworden. 1981 starb er an Krebs. Gelebt hat er lange Zeit in Trenchtown, dem nach wie vor berüchtigten Ghetto von Kingston. Dort begann einst die große Reggae-Story. Touristen wagen sich eher selten hierher und doch ist ein ganz bestimmter Hinterhof von Trenchtown die Kultstätte der Jünger von Bob Marley geworden. Eine Art Kulturzentrum ist der Hinterhof an der First Street. Hier hat Marley einst selbst seine Songs geschrieben, nachgespielt werden sie immer noch. Selbst der alte VW-Bus, mit dem Bob Marley einst auf der Insel herumkurfte, ist noch da. Eine Art Reliquie ist er geworden, wenn auch ziemlich heruntergekommen. Selbst so lange nach seinem Tod ist Marley noch immer das große Vorbild für die Bands in Trenchtown. So sein wie er, so unabhängig, kreativ und erfolgreich, das ist der Traum, der immer noch lebendig ist hier. Da hinten in der Ecke hat er gewohnt, sagt er. Es ist beinahe so was wie heiliger Boden. Ich teile nicht den Geist von Bob, sagt er. Nein, ich habe ihn in mir. Marley lebt in mir weiter. So Marley lives on, right? Marley lives on. Dieser etwas schräge Hinterhof ist rund 4.500 Kilometer von Deutschland entfernt und dennoch hat er etwas mit uns zu tun. Vor rund 10 Jahren nämlich hat die Bundesregierung mit einer Spende Baumaßnahmen unterstützt, dass aus all dem mal ein richtiges Museum wird. Wir verlassen Trenchtown und fahren an den Stränden von Kingston entlang, wo sich die normale Bevölkerung trifft. Das ist Carolyn Cooper, die auf die hereinkommenden Fischer wartet. Sie hofft, dass sie sich einen schönen Fisch fürs Abendessen an Land ziehen kann. Das ist der kleine Handel der Selbstversorger, von dem man als Tourist nichts mitbekommt. Ganz einfach deshalb, weil hier keine Touristen sind. Das Essen ist hier schmackhafter im Vergleich zu den anderen Stränden, wo sich die besser gestellten Menschen und die Touristen treffen. Hier kannst du dich auch nicht ausruhen. Hier ist alles laut und voller Energie. Carolyn selbst wohnt in einer edlen Gegend von Kingston. Sie ist eigentlich Professorin an der Uni. Sie sammelt afrikanische Kunst. Die Kreativität meiner Ahnen inspiriert mich, sagt sie. Was Jamaika angeht, da redet sie auch von den Problemen der Insel. Insel in der Sonne, Jamaika, no problem. Was man immer hört, das ist Unsinn. Jamaika hat jede Menge sozialer Probleme. Aber nicht nur. Jamaika besitzt auch viel Kreativität, mit der wir Lösungen für all die Probleme suchen. Musik
Die Universität von Kingston ist eine der besten in der Karibik. Carolyn Cooper unterrichtet hier Literatur und beschäftigt sich mit der Poesie des Reggae. Das ist ihre Spezialität. Sie lässt von ihren Studenten die provokanten und oft sehr erotisch aufgeladenen Texte der Reggae-Songs analysieren. Professor Cooper ist streng und verlangt von ihren Studenten eine ganze Menge. Es ist alles andere als ein entspanntes Fun-Seminar. Stolz auf die eigene Kultur, zu der auch der Reggae gehört, das ist es, was sie den Studenten neben der Wissenschaft beibringen will. Deshalb und weil sie nirgendwo ein Blatt vor den Mund nimmt, ist sie bei den Studenten beliebt. Sie ist so etwas wie der strenge Rockstar an der Uni. Sie redet geradeaus und das ist wichtig, wenn man über Reggae spricht. Sie kümmert sich nicht drum, ob da was anstößig ist. Sie sagt, was sie empfindet und sie redet nicht lang drum herum. Sie meint, sagt, was ihr denkt, aber drückt das dann professionell aus. Sie ist hier der Rockstar. Sie ist funky. She's a rockstar. And she's funky. Wow. Thank you very much. You're really sorry. Ein Reggae-Konzert in Trenchtown, Bob Marleys alter Heimat. Und da traut sie sich auch hin. Professor Carolyn Cooper. Trenchtown, you ready? Give me some signal and show me that you're ready right now. Ready for the Marley Brothers. In Zion, Trenchtown. Kimani Marley, einer der Söhne von Bob und einige seiner Brüder, spielen hier heute Abend. Sie sind alle erfolgreiche Musiker, nicht nur auf Jamaika. So people, get on board. Hey, oh. Carolyn Cooper ist übrigens eine international gefragte Kapazität auf dem Gebiet der karibischen Musikkultur. Reggae bedeutet immer ein Stück Widerstand gegen das alte System, gegen das Gewohnte, sagt Carolyn. Etwas, das man wohl auch über sie selbst, über diese ungewöhnliche Professorin sagen kann. Right now you're gonna get Damien, Junior Gong Marley. Here I vision through the seas of oppression. Run! Das Konzert der Marley-Brüder in Trenchtown zieht sich noch bis weit nach Mitternacht und auch Carolyn bleibt fast bis zum Ende. Wir aber werden Kingston verlassen, denn unsere Reise auf Jamaika hat gerade erst begonnen. Die Nordküste Jamaikas, vor allem hier liegen die traumhaften Strände, die viele Urlauber anlocken. Aber schon lange vorher war Jamaika Anziehungspunkt für allerlei kreative Typen. Wir fahren zu einem Ort namens Golden Eye, das goldene Auge. Denn hier wurde eine Figur geboren, die so gut wie jeder kennt. Der britische Schriftsteller Ian Fleming lebte hier und schrieb einen Bestseller nach dem anderen an diesem Schreibtisch. Kein geringerer als James Bond war die Hauptfigur seiner Romane. Chris Blackwell gehört heute das alles. Er ist Jamaikas berühmtester Plattenproduzent. Bob Marley hat er international bekannt gemacht und viele andere. Ian Fleming kannte er noch persönlich. 1961 half er bei der Produktion des allerersten James-Bond-Films, der auch noch auf Jamaika gedreht wurde. Titel: James Bond jagt Dr. No.
Sean was great. I met him at the airport. He was always great. I think the reason they picked him is because Sean Connery war einfach ein guter Typ, immer. Der Regisseur kam auf ihn, weil es damals in den britischen Zeitungen eine James-Bond-Comicfigur gab, der ähnlich sah. Damals, 1961, haben übrigens alle Regisseur, Schauspieler, Produzenten gedacht, die machen irgendeinen unbedeutenden B-Movie. Kein Mensch hat sich vorgestellt, dass da eine Legende entsteht. Everybody doing the film, the producers, the art director, everybody felt it was really a B-Movie. An dieser Küste also wurde der erste James-Bond-Film gedreht. Auch das gehört zu Jamaika. Jamaika, das bedeutet nicht nur karibische Strände, sondern auch entlegene Landschaften oben in den vulkanischen Bergen. Jahrhundertelang war diese Gegend nur sehr schwer zugänglich. Wir suchen nach den Spuren von Deutschen, die es vor rund 150 Jahren hierher verschlagen haben soll. Dort drüben am Hang liegt das kleine Dorf, um das es geht, von der Küste hier hoch. Das war in jenen Tagen eine lange und durchaus gefährliche Reise. Seaford Town, das deutsche Dorf, heißt es hier. Zunächst sieht alles so aus wie überall auf Jamaika. Doch wenn man genauer hinschaut, stößt man auf deutsche oder deutsch klingende Namen, wie hier an dem kleinen Supermarkt der Familie Kameka. Kameka klingt jedenfalls ganz und gar nicht karibisch. Manche Hautfarben der Menschen, die hier leben, sind etwas heller. Könnte das mit den deutschen Siedlern von früher zu tun haben? Neben der kleinen katholischen Kirche auf dem Friedhof enthüllt sich die dramatische Geschichte der deutschen Siedler. Es war im Dezember 1835, als 249 Deutsche aus Westfalen hier ankamen. Es waren auch Marie Kamekas Vorfahren. Deutsche Namen wie Hacker finden sich auf den Grabsteinen, angelockt von damals auch in Deutschland verbreiteten Versprechungen der britischen Kolonialherren, erhofften sie sich eine bessere Zukunft. Es kam anders. Dutzende starben bald. Die Deutschen versuchten, von den gerade befreiten schwarzen Sklaven zu lernen, wie man hier überlebt. Sie hatten ja keine Ahnung, wie man die hiesigen Früchte anbaut. Viele starben schnell an falscher Ernährung oder an Gelbfieber. Es waren miserable Umstände für die Siedler aus Deutschland. Das ungewohnte tropische Klima, nicht eingehaltene Versprechungen der damals britischen Behörden. Ein Teil der Siedler verließ Jamaika wieder. Der Rest versuchte zu überleben und sich gegen die schwarze Bevölkerung abzugrenzen. Dann wurden sie vergessen. Auch Marie Kameka erfuhr lange nichts über das Leben ihrer Vorfahren. Schweigen herrschte auch über bestimmte Erbkrankheiten, für die es nur eine Ursache gab. Ich habe lange nichts über meine Vorfahren und ihr Schicksal gewusst, sagt Marie. Vielleicht haben sie es uns nicht erzählt, um uns Schmerzen zu ersparen. Und dann sagt sie noch, dass die Vorfahren auch untereinander geheiratet haben. Der Cousin, die Cousine, manchmal haben sich auch Bruder und Schwester geheiratet. Die Folgen waren Kinder mit Behinderungen, die Folge von Inzucht. On occasion, they would even marry their sisters. And that caused problems? Yeah? Yes, it did cause problems. What kind of? Because they had a lot of handicapped children. Seaford Town, das deutsche Dorf oben in den Bergen Jamaikas, auch das gehört zur Geschichte der Insel. Wir bleiben in den Bergen, denn hier oben soll es noch schlagen, das uralte, rebellische Herz Jamaikas. In diese unzugänglichen Berge nämlich flohen die einst von Afrika herbeigeschleppten Sklaven
kämpfen vor den Peitschen der Kolonialherren. Erst der Spanier, dann der Briten. Und dann sehen wir es. Das kleine Dorf Moortown. Es war beinahe ein Jahrhundert lang das Widerstandsnest der Maroons, wie sich die entlaufenen Sklaven bis heute nennen. Darauf sind sie hier heute auch noch stolz. Auch Colonel Sterling, der Bürgermeister. Er erzählt mir die Geschichte von Granny Nanny, der Nationalheldin Jamaikas. Granny Nanny hat vor über 300 Jahren den Widerstand gegen die Briten organisiert, bis die gezwungen waren, mit den entlaufenen Sklaven sogar einen Friedensvertrag zu schließen. This is Granny Nanny Brandes. That is her place, right? Where she. Das ist Granny Nanny Land. Hier lebte und kämpfte sie, selbst entlaufene Sklavin, gegen die Briten. Sie war Feldherrin, Mutter, Priesterin und Königin. Sie ließ es nie zur offenen Feldschlacht kommen, sondern wählte die Bedingungen des Kampfes so, dass sie und ihre Krieger im Vorteil waren. They did not allow the British to lead them into battle where they did not have the advantage. Dajimo. Sie sprühen rum auf den dichten Busch, um den Geist von Granny Nanny anzurufen. Noch heute zelebrieren sie das Ritual der Tarnung und blasen dabei in ein Horn. Tarnung war Teil ihrer Kriegslist. Why are you blowing the horn? Der Ruf des Horns enthält eine Botschaft, die nur wir Maroons verstehen, wie damals. Diese Kriegstechnik hat hervorragend funktioniert, durch die Tarnung praktisch unsichtbar, legten sie den Hinterhalt, standen getarnt neben den britischen Soldaten, zogen blitzschnell das Messer. Die fuhren zur Hölle und wussten noch nicht mal, wie sie starben. That they wouldn't even know what hit them. They go to hell and they don't know how they die. In der Nähe von Moortown lebt ein Abkömmling von Granny Nanny, Ivy Harris, genannt Sister Ivy. Sie pflegt die Tradition der Maroons, die sich nur aus der Natur versorgten. Zu Kolonialzeiten wurde die Geschichte der Maroons und ihrer Ahnen Granny Nanny auf Jamaika missachtet. Für Sister Ivy aber ist Granny Nanny persönliche Orientierung. Sie war eine natürliche Führerin für unser Volk. Heute würde man sagen, sie war Politikerin, aber sie war mehr als das. Sie stand für ihr Volk. Ich sehe mich in dieser Tradition nicht als Kriegerin, sondern als jemand, die die Heilkräfte der Natur nützt und lehrt, denn das hat sie auch getan. Sister Ivy gilt als erfahrene Heilerin. Sie gewinnt ihre Medizin aus den Pflanzen und Kräutern, die sie in ihrem Garten pflegt oder draußen in den Bergen sammelt. Das Gleichgewicht der Natur darf vom Menschen nicht zerstört werden, meint sie. Ich möchte im Gleichgewicht sein mit Gott und der Schöpfung und daraus beziehe ich mein Wissen und meine Erfahrung. From what I know and everything fall into place. Aus Kräutern und Pflanzen stellt sie einen Sud her, den sie für Heilbäder verwendet. Ihr Wissen wurde von Granny Nanny über Generationen mündlich weitergereicht, aber es droht verloren zu gehen. Nobody ever wrote about it. Niemand hat je darüber geschrieben. Deshalb habe ich mir jetzt vorgenommen, selbst dieses Wissen aufzuschreiben. Denn auch ich werde älter. Um dieses Wissen zu erhalten, will ich es nun schriftlich festhalten für die Generationen, die nach uns kommen. So I want to leave the knowledge for the future generation. So I am trying to write down and preserve this knowledge. In Moortown feiern sie das Andenken an Granny Nanny mit tranceartigen Tänzen.
Sie tanzen dabei direkt auf ihrem Grab, um ihr möglichst nahe zu sein. Und vielleicht auch, um Armut und Arbeitslosigkeit zu vergessen. Du singst und tanzt, um zu zeigen, dass du dein Schicksal in die eigenen Hände nimmst und dich befreist. Seit 50 Jahren ist Jamaika unabhängig. Aber erst in den letzten Jahrzehnten ist die Erinnerung an ihre Tradition als Maroons Teil ihrer spirituellen Suche nach der eigenen Identität geworden. Eine Tradition, die inzwischen auch einen Teil der jungen Generation hier oben wieder erfasst hat und ihnen Selbstbewusstsein gibt. This is how our ancestors know. So haben unsere Vorfahren nach der Schlacht gegen die Briten den Sieg gefeiert. Wir ehren sie so und bedanken uns bei ihnen für das, was sie für uns getan haben, sagt er. Ich bin stolz darauf, ein Maroon zu sein und würde das um nichts in der Welt eintauschen. Wir verlassen die Maroons in den Blue Mountains und fahren noch einmal zum Ende unserer Reise quer über die tropische Insel zurück in Richtung der Hauptstadt Kingston. Lange lebte die Wirtschaft Jamaikas hauptsächlich von Zuckerrohr und Bananen, doch davon ist nur noch wenig übrig. Der Tourismus hat das ersetzt. Interessante Typen aber gibt es auf Jamaika immer noch. Das ist Muta Baruka. Er läuft immer barfuß und in Kingston kennt ihn jeder, denn Muta ist eine Art Volksdichter. In den Schulen lernen sie seine Gedichte. Die Leute mögen ihn, obwohl er selbst für jamaikanische Verhältnisse ziemlich bunt und eher afrikanisch gekleidet daherkommt. Aber sie haben das Gefühl, er ist einer von ihnen und dass er ausspricht, was sie denken. Egal ob in Gedichten oder einfach so. In der Nähe von Kingston hat er sich ein Haus gebaut und in ihm erinnert alles an Afrika. Es ist für ihn das kulturelle Erbe seiner Vorfahren, der aus Afrika geraubten Sklaven, auf das er sich bezieht und worüber er immer wieder in seinen Gedichten schreibt. Er schreibt gegen Rassismus an und engagiert sich für schwarzes Selbstbewusstsein. Dafür ist er bekannt und beliebt. When I write a poem that is socially, politically, ich schreibe Gedichte mit einer starken politischen Aussage. Unser Leben wird immer noch viel zu sehr von der europäischen Kultur, von europäischen Gedanken geprägt, die uns nahelegen, was wir zu tun und zu denken haben. Er appelliert an die Jamaikaner, stolz auf ihre eigene Kultur und Herkunft zu sein, statt sich Europäern oder Amerikanern unterlegen zu fühlen. You know, what we do, what we say, what we think. Muta ist aber nicht nur ein Dichter, er ist auch Musiker und eine Art DJ. Seit Jahren moderiert er einmal in der Woche auf einem bekannten Reggae-Sender seine eigene Radioshow. Seine Sendungen sind populär, denn Muta nimmt auch am Mikrofon kein Blatt vor den Mund. Und gerade deshalb wird er auf der ganzen Insel gerne im Radio gehört. Zu meiner Überraschung werde ich selbst während der Dreharbeiten plötzlich Teil seiner Sendung und soll seinen Hörern erklären, weshalb wir hier sind und was wir denn auf Jamaika so treiben. Wie gesagt, Muta Baruka ist spontan, für niemanden wirklich kalkulierbar. Und dafür lieben ihn die Leute, gerade auch die Jungen. Meine Botschaft an die jungen Leute ist, habt Vertrauen zu euch, dann klappt das im Leben. Dann kommt ihr mit dem voran, was ihr wollt. Musik.
Jamaika. Seit 1962 ist es von Großbritannien unabhängig. Besonders den 50. Jahrestag feiert es mit Stolz. Auf dem großen Konzert aus diesem Anlass in Kingston wird auch Muta Baruka auftreten. Mit seiner Musik, seiner Band, seinen Gedichten. Ist er deshalb nervös, an einem der wichtigsten Tage für Jamaika aufzutreten? Vor Jahren, als ich damit begonnen habe, da war ich wirklich nervös. Aber jetzt, nein, ich bin nicht nervös. Auch nicht an so einem Tag. So, we're nervous. Ladies and gentlemen, round of applause, brothers and sisters, for Muta Baruka! The system is a fraud. Und dann tritt er auf, bunt, afrikanisch gekleidet und mit einem seiner berühmtesten Gedichte. Lasst euch vom System nicht einseifen, wehrt euch und findet zu euch selbst, ist die Hauptbotschaft. Dub Poetry nennt man das hier, wenn ein Dichter zur Musik vorträgt. Die Musik? Reggae, natürlich. The system is a fraud. I said the system. He's an excellent Jamaican poet. Er ist ein großartiger Dichter. Die Leute sind nicht immer einverstanden mit dem, was er sagt, aber sie finden ihn großartig. Ich liebe ihn. Er ist eine Ikone, weil er kein Blatt vor den Mund nimmt. Deshalb. Keeps it real, as in it doesn't get any realer than Muta. Zu einem internationalen Rockstar wie einst Bob Marley hat Muta Baruka es nie gebracht, aber trotzdem gehört er zu den berühmten Künstlern Jamaikas. To be true to one another. Er ist Rastafari, Anhänger einer auf Jamaika entstandenen Glaubensrichtung, deren spirituelle Heimat Afrika ist, auch wenn sie auf Jamaika leben. Ganz wie das große Idol Bob Marley. So wie sie den Jahrestag der Unabhängigkeit feiern, feiern sie auch jedes Jahr den Geburtstag von Bob Marley, der inzwischen ganz offiziell zu einem Nationalhelden Jamaikas ernannt und mit einer Reihe von Denkmälern geehrt wurde. Unsere Reise auf Jamaika endet an der Hope Road, wo Bob Marley einst auch gelebt hat. Jamaika, selbst nach einer langen Reise über die Insel, ist es trotz aller Probleme nicht ganz einfach, den Klischees zu entkommen, die es über diese Insel gibt. Und einige stimmen sogar.